Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir in Kupferzell, wo in dieser Woche die zweite Welle der Studien des Robert-Koch-Instituts abgehalten wird, wo man ja Corona-Infizierte, die sich hier im Frühjahr bei diesem Kirchenkonzert angesteckt haben, als hier wirklich hohe Zahlen zu vermelden waren, die werden jetzt zum zweiten Mal getestet, damit man sieht, wie sich die Antikörper bei ihnen verhalten. Ja, eine ganz spannende Sache. Und Corona, wie gesagt, bleibt das Top-Thema, das Beherrschende. Überall steigen die Zahlen, die Inzidenzzahlen, nicht nur hier im Hohenlohe-Kreis, auch im Landkreis Heilbronn und vor allen Dingen in der Stadt Heilbronn, wo man ja einen ganz traurigen Rekord mit den meisten Inzidenzzahlen im Augenblick hat. Und das führt zu weiteren Einschränkungen, immer wieder neue, immer wieder werden sie verändert. Oftmals herrscht Unklarheit, Unwissenheit, was gilt wo, was gilt in welchem Kreis. Und auch Heilbronn hat die Maßnahmen ja deutlich verschärft in der Gastronomie im öffentlichen Bereich. Und es trifft natürlich jetzt auch viele, weil keine Veranstaltungen mehr stattfinden, vor allen Dingen Kulturschaffende und auch Sportschaffende, die beklagen sich zu Recht, weil sie mit den Zahlungen, die sie erhalten sollen, längst nicht zufrieden sind. Oftmals stockt es da und da muss man befürchten, dass viele, viele am Ende das Ganze nicht überstehen werden. Dabei muss man sich die Zahlen ja mal in Gänze auch wirklich anschauen. Da gibt es eine Untersuchung aus Österreich, die sind ja auch geplagt von der Pandemie und die sagen, nur 3% der Corona-Infizierten, die stecken sich in Schulen oder Universitäten an, gar nur 2% in den Gaststätten und nur 1% auf Reisen. Also da fragt man sich dann schon, warum ausgerechnet diese Gruppen mit solchen Restriktionen leben müssen. Also das sind heiße Debatten und ganz andere Debatten, die gibt es nicht nur hier in Hohenlohe. Wenn es um Personalien geht, da hat ja der Heilbronner Landrat angekündigt, dass er nächstes Jahr nicht mehr kandidiert. So ganz überraschend kam es sicherlich nicht. Obwohl er dann 64 ist und Heilbronns Oberbürgermeister ja wohl damit liebäugelt, mit 64 noch einmal anzutreten. Und die Frage ist natürlich, wer könnte Landrat in Heilbronn, im Landkreis Heilbronn werden? Und da vermuten ja viele, dass der Hohenloher Landrat Matthias Neth ein heißer Kandidat sein könnte. Aber da könnte man sich auch verrechnen, denn man hört, dass er durchaus auch Chancen haben könnte, in Stuttgart einen Posten zu bekommen nach den Landtagswahlen, wenn die CDU dann wieder an der Regierung sein sollte. Ganz viele Wenns, aber solche Debatten, die machen immerhin Spaß. Ja, nicht viel Spaß, aber sehr vernünftig ist das, was hier in Kupferzell abläuft. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Ja, jetzt sind wir hier in der ersten Station, wo dann die Kupferzeller Bürger sich anmelden müssen, nachdem sie hier die Einladung erhalten haben, auch ihre Einverständniserklärung dementsprechend abgeben. Und es sind ja jene Bürger, die schon im Frühjahr beim ersten Test hier vom Robert-Koch-Institut mit dabei waren und die jetzt diesen zweiten Test machen werden. Und nach diesem Empfangsgespräch und nach der Unterschrift, dann geht es direkt in den Bus hier vom Robert-Koch-Institut und dann wird erstmal das Blut abgenommen. Ja, hier sehen wir dann, wie das Blut abgenommen wird. Und die Dame, die jetzt gerade eben hier in diesem Medibus drin ist, das war eben eine, die auch bei diesem Konzert in der Kirche hier in Kupferzell mit dabei war. Das war ja ein absoluter Corona-Hotspot. Da haben sich sehr viele mit Corona angesteckt, infiziert. Sie musste dann anschließend auch in Quarantäne. Und deswegen hat das Robert-Koch-Institut ja gesagt, dann machen wir hier mal eine Untersuchung, wie sich das mit den Antikörpern verhält bei all jenen, die Corona infiziert waren und vor allen Dingen dann in der zweiten Welle noch einmal überprüfen, was sich dann im Vergleich zum ersten Test verändert hat. Und die Ergebnisse, die erhält die Dame dann hier aus Kupferzell innerhalb der nächsten 4 Wochen. So, jetzt sind wir am Laborbus und lassen uns einfach mal erklären, was genau hier in Kupferzell getan wird, wie viele Tage Sie hier sind und wie die Abläufe sind. Ja, also wir sind seit Montag schon angereist und fahren am Samstag ab, also insgesamt 5 Tagen, und wollen untersuchen, wie die Antikörper sich verhalten im Laufe der Zeit. Und wir nehmen nochmal venöses Blut ab, sowohl als Kapillarblut. Das wird dann kurz hier verarbeitet. Und dann wird das Serum dann nach Berlin geschickt. Okay, also eine spannende Untersuchung und Corona wird uns mit Sicherheit noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Vielen Dank fürs Gespräch und das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.